So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht's, wie ihr sehen könnt, um den Logitech Bluetooth Adapter, also Bluetooth Audio Adapter. Ja, der ist heute von Amazon gekommen, nach glaube ich ein paar Tagen, also Lieferzeit wie immer von Amazon. Sehr gut. Gut, damit Zellophan drauf war, heute hat es geregnet und der Postler hat das einfach in Regen. Aber naja. So, hinten haben wir eine Abbildung. Man kann das eben an normale PC-Lautsprecher oder eben an ein also Heimkino oder Soundsystem, sowas was ich habe, anschließen. Und ja, packen wir das Ganze mal aus. Dazu bräuchte ich jetzt eine Schere. So. Also hier auf der Seite haben wir ein Ding. Da auf der gegenüberliegenden Seite haben wir sein wertvolles Zelt. So. Jetzt haben wir das geöffnet. Wenn wir das Ganze ausgepackt haben, haben wir Müll. Den, was wir gleich entsorgen können. Dann haben wir, also fangen wir mal mit diesem Zeugs an, mit dem Zubehör. Also das ist das Netzteil, schwer zu erkennen. Ein normales Netzteil. Und das ist Klinken Cinch-Kabel, also das ist der 3,5 mm Klinkenanschluss. Das sind die Cinch. Eingänge, Ausgänge, wie man es auch kennt, von einem Soundsystem, einem Kinosystem oder hinten am Fernseher hat auch jeder solche Anschlüsse. Ja, das war's mit dem Zubehör. Da haben wir den wirklich kleinen Bluetooth Adapter, also hier meine Uhr, die ist ja vielleicht ganz wenig kleiner als das Teil. Ja, kann ich auch noch das iPhone hier halten. Das ist wirklich sehr klein, iPhone 4. Und ja, da können wir einfach das ganze Zellophan weggeben. Dann sehen wir hier vorne Logitech. Unten haben wir so eine gummierte Oberfläche, damit es wegrutscht. Hier haben wir wieder diese Cinch-Eingänge bzw. Ausgänge. Also hier. Also ihr müsst dann da schauen. Rot, weiß, jetzt auch rot, weiß. Geht man dann da rein. Ja, hier ist das Netzteil-Dings. Also hier. Das Netzteil angeschlossen. Und auf der Seite gibt es auch noch eine Klinken. Ausgang für 3,5 mm Klinken. Das heißt, man kann diesen Anschluss auch, kann das auch also hier über den ausgeben. Also das Kabel ist zum Beispiel, wenn ihr halt eine PC-Lautsprecher habt, die haben am meisten so einen Eingang. Aber ich habe ein Soundsystem, das heißt, ich brauche noch ein anderes Kabel. Das kann ich euch zeigen von meinem DJ-Pult. Das hat nämlich zwei solche Enden. Also das Kabel geht weiter und auf der anderen Seite ist dann auch sowas. Also das ist in dem Fall das Weiße. Manchmal sind sie weiß, manchmal sind sie schwarz. Aber das Rote bleibt immer rot. Ja, jetzt gehen wir über zum Anschluss an meine Anlage. Da sehen wir uns gleich wieder in einer anderen Kameraperspektive. So Leute, jetzt sind wir hier hinten bei meinem Verstärker.
Wir sehen wieder, der hat auch wieder einen roten und einen weißen Ausgang. Und da nehmen wir jetzt das Kabel zur Hand, was ich vorher schon erklärt habe, was zweimal einen roten und einen weißen Ausgang hat. Rot an Rot, schwarz an weiß oder weiß an weiß. Und ja, jetzt schauen wir uns das an, wie wir das dann am Adapter anschließen. So, da ist jetzt der Adapter. Das ist das andere Ende von dem Kabel. Sieht genauso aus, wie schon erklärt. Hier haben wir jetzt den Adapter. Da kommt wieder Rot an Rot und Schwarz an Weiß, beziehungsweise halt Weiß an Weiß. Kommt drauf an, welches Kabel man hat. So sieht das dann aus. Hinten am Verstärker, keine Ahnung, warum das so stark ist. So. Hinten am Verstärker, also das da dran und das andere Ende da dran. So, jetzt stecken wir noch das Netzteil an. Ich glaube, das ist nicht so schwierig. Das Kabel, hoppla. Ja, das ist einhändig ein bisschen schwierig. Also das Kabel kommt dann vom Netzteil. Kommt dann auch hier rein. Und ja, damit man das an die Steckdose anschließt. Ich glaube, so intelligent sind wir alle. Wir sehen uns dann beim Test. So, jetzt habe ich das andere Ende vom Netzteil schon an die Steckdose angeschlossen. Jetzt stecken wir einfach das Netzteil hier ran. Dann sehen wir schon, der Logitech Adapter ist so intelligent und leuchtet gleich blau. Also ist er gleich im Pairing Mode. Das heißt, wir können einfach auf unserem Smartphone auf Einstellungen gehen, auf Bluetooth vielleicht auch einschalten, und jetzt ruft mein Vater an. Das ist natürlich sehr gut. Ja, wir legen jetzt einfach mal drauf, keiner gesehen. So, irgendwo sollte jetzt habe ich auch noch einen Snapchat bekommen, irgendwo sollte jetzt hier Logitech Bluetooth Adapter stehen. Da klickt man drauf. Wie wir sehen, sehen wir nicht sehen. Oh ja, hier steht's. Sorry. Hier steht's. Logitech Bluetooth Adapter verbunden. Das erkennen wir jetzt auch daran, damit das ganze Teil blau leuchtet. So, jetzt sollte man natürlich noch seinen Verstärker einschalten. In meinem Fall muss ich jetzt auch noch unter dem Tisch meinen schönen 150 erst da unten mein 150 Watt Subwoofer auch noch einschalten. Und ja, wenn wir das Ganze haben, sollten wir kurz ein Lied anspielen. Ich will jetzt keinen so jetzt gehen wir kurz auf YouTube. Zuerst drehen wir die Lautstärke noch runter, ich meine, ich will ja keinen Gehörschaden kriegen. Erst. Ja, kauft sich ein neues iPhone. Non-Copyright Music habe ich jetzt einfach mal eingeben. Und ja, keine Ahnung. Also das mache ich jetzt nur, damit ich keine Anzeige auf YouTube kriege. Und wie wir sehen wir, damit es funktioniert. Ja, also es funktioniert alles, der kleine Bluetooth-Adapter,
der Subwoofer funktioniert, alles funktioniert. Also ist natürlich klar, halt welche Anlage ihr habt. Aber der Sound hört sich ziemlich gut an, muss ich sagen. Und ja, das war's eigentlich zum Logitech Bluetooth Adapter. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem coolen Gadget sehen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute. Thank you.